40 Tage Reich Gottes. 40 days Kingdom of God. Heute Tag Nummer 7. And today we have day number 7. 7. Und das Thema heißt Binden und Lösen auf der Erde. And the message today is binding and loosing on earth. Wir wollen zusammen lesen die Bibelstelle, die Jesus uns gesagt hat. And we want to read together the message of in the scripture that Jesus has given us. Es ist Matthäus 16, Vers 19. And it's Matthew 16, verse 19. Jesus sagt: Jesus says, ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. Und was immer du auf der Erde binden wirst, and whatever thou shalt bind on earth, wird gebunden sein im Himmel. Shall be bound in heaven. Und was immer du auf der Erde lösen wirst, and whatever thou shalt loose on earth, ist im Himmel gelöst. Shall be loosed in heaven. Diese Bibelstelle ist ziemlich tief. This scripture is deep. Und hat einen großen Einfluss auf unser Leben. And has a big influence on our lives. Und eine ziemlich große Autorität, die wir bekommen haben. And we can read a great responsibility and authority that we have received. Jesus sagt, da gibt es einen Schlüssel des Reiches Gottes. Jesus said there is a key in the kingdom of God. Und viele Schlüssel im Reich Gottes. And there are many keys in the kingdom of God. Und Jesus sagt, ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. And he says that he will give to you the keys of heaven. Wir als Reich Gottes Bürger, we as kingdom citizens, wir als Wiedergeborene des neuen Bundes, and we as born again people of the new covenant, wir haben Schlüssel des Reiches Gottes bekommen. We have received keys from the kingdom of God. Und mit diesen Schlüsseln kann man bestimmte Dinge aufmachen. And with these keys we can open certain things. Und dann erklärt Jesus, was es bedeutet. And then Jesus explains what that means. Was immer du binden wirst auf dieser Erde, whatever thou shalt bind on earth, ist gebunden im Himmel. Shall be bound in heaven. Was immer du auf der Erde lösen wirst, whatever you shalt loose on earth shall be loosed in heaven. Ist genauso gelöst im Himmel. Yes. Das ist besonders. That's a real special treat. Was bedeutet dieses Binden? What does this binding mean? Was können wir binden in unserem Leben? What can we bind in our lives? Was können wir binden auf dieser Erde? What can we bind on this earth? Zum Beispiel. For example. Manche Menschen sind gebunden an dämonische Mächte. Some people are bound to demonic forces. Sie erleben dämonische Belastungen. They experience demonic depression. Manche Leute haben Angstzustände, Panikattacken. Some people have just great fear and panic. Oder Dämonen kommen mitten in der Nacht in ihr Zimmer hinein. Or demons are entering their bedrooms in the middle of the night. Ich kenne Menschen, die werden in der Nacht aufgeweckt und in der Gegend rumgeschmissen. I know people that we are awakened in the night and they are thrown around in their beds. Die Ebenen der dämonischen Belastung sind unendlich. And there are many levels of demonic oppression or possession. Es gibt ein bisschen beeinflusst. There is a little bit of influence. Und richtig heftig beeinflusst. But there is also people that are terribly influenced. Und es gibt Leute in der Bibel, wo zum Beispiel gesagt wird, schrecklich besessen. And there are people, they are described in the Bible as terribly possessed. Und sie werden schrecklich gequält. And they are terribly tortured. Und hier gibt Jesus uns. And here Jesus gives us, uns der Gemeinde, to us, to the church, sagt, ich gebe dir die Schlüssel des Reiches dahin. I give you the keys to the kingdom of God. Und was immer du lösen wirst, and whatever you loosen, ist gelöst im Himmel. Is loosened in heaven. Was immer du bindest, ist gebunden im Himmel. And whatever you bind is bound in heaven. Wir haben den Schlüssel über dämonische Mächte in unserer Hand. We have the key over demonic powers or forces in our hands. Verstehe, dass im Reich Gottes gibt es keine Besessenheit. In the kingdom of God there is no demonic possession. Es gibt keine psychische Krankheit mehr. There are no psychological diseases. Und Jesus gibt uns hier einen Schlüssel in die Hand. And Jesus is giving us a key in our hands. Und sagt, du kannst die Mächte der Finsternis binden. You can bind those powers of darkness. Was kann man noch binden? What can we bind on top of that? Dieser Schlüssel des Bindens ist wie eine Waffe in der Evangelisation. And this key to bind is like a weapon in our evangelization. Stell dir mal vor, du gehst irgendwo hin und evangelisierst. Can imagine you go somewhere and you start evangelizing. Und du beginnst in der Fürbitte mit dem Schlüssel.
And you start in intercession with that key. Und sagst, ich löse jetzt hier diese Ebene, dass das Wort Gottes aufgenommen wird. And you say, I am now opening this whole level here, all this atmosphere, so that they will receive the word of God. Und plötzlich ist der Himmel offen. And suddenly heaven is open. Und das, was du löst auf dieser Erde, and that what you lose on earth, ist gelöst im Himmel. Is loosened in heaven. Das, was du bindest an Mächten auf dieser Erde, and what you bind in these forces on earth, ist gebunden im Himmel. Is also bound in heaven. Wir haben Macht und Schlüssel bekommen. We have power and we have received powers and keys. Über Satanismus und Zauberei. Over satanic, over the satanic works and over witchcraft. Wir haben Autorität bekommen über Abhängigkeiten. We have received authority over dependency. Was bedeutet dieses Lösen? What does this loosening mean? Manche sind so gebunden in ihren Umständen. Some people are so bound in their circumstances. Manche sitzen in Drogen drin. Some sit in drugs. In Gebundenheiten von Abhängigkeiten. In an unhealthy dependency. Ja, genau. Und Jesus sagt hier, ich will, dass du frei bist. And Jesus says, I want you to be free. Er sagt, die Salbung Gottes ist auf meinem Leben. He says, the anointing of God is on my life. Damit ich gefangene Freiheit ausrufen kann. So that I can call freedom for people that are bound. Und dass sie frei sein sollen und ohne Abhängigkeit. And that they can be free without this dependency. Ein Beispiel sehen wir in der Bibel. We see one example in the Bible. Da ist diese Frau mit diesem Blutfluss. There is this woman with the flood. The flow sie war 12 Jahre gebunden. 12 years she was bound. 12 Jahre war sie krank. 12 years she was sick. 12 Jahre wusste nicht, wie können wir das lösen. And 12 years she didn't know how to solve it. Sie berührt Jesus. She touches Jesus. Sie wird frei. She will set, is free, being set free. Und erlebt eine neue Art von Leben. And she experiences a new dimension of life. Auf der Erde frei, im Himmel frei. When you are free on earth, you are free in heaven. Und dann sagt Jesus am Ende. And then Jesus says at the end, dein Glaube hat dich geheilt. Your faith has healed you. Sei frei von deiner Krankheit. Be free from your disease. Er hat den Schlüssel des Reiches benutzt. He used the key of the kingdom of God. Und er hat sie gelöst and von he Krankheit. Loosened her from sickness. Und dahinter steckt ganz viele andere Lösungen. And behind that there are even more other deliverances. Ja, neue Identität wird freigesetzt. Yes, you receive a new identity. Neue Qualität des Lebens wird freigesetzt. A new quality of life is being ja, released. Ja, und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. And I wish that to you from all my heart. Jesus sagt, Jesus says, ich habe dir die Schlüssel des Reiches der Himmel gegeben. I have given you the keys to the kingdom of God. Was immer or the kingdom of heaven. Ja, und was immer du lösen wirst auf dieser Erde. And whatever you loosen here on earth. Ist gelöst im Himmel. Is loosened in heaven. Was immer du bindest auf dieser Erde. Whatever you bind here on earth. Ist gebunden im Himmel. Is bound in heaven. Möchte dich ermutigen da drin. I want now to encourage you. Dass du das ernst nimmst, was das Wort sagt. That you take seriously what the word of God tells us. Und eine Sache möchte ich noch vorlesen. There's one thing I still want to read to you. Die Liste von Satans hinterlistigen Plänen können fast endlos weitergeführt werden. The list of the very wicked plans of Satan is almost endless. Wir stellen fest, dass wir alle diese Lügen Satans mit dem Wort Gottes konfrontieren können. And we realize that almost all these lies, no, not almost, that all these lies of Satan can be confronted with the word of God. Mit die Wahrheit, die Waffe der Wahrheit benutzen. With a weapon of truth. Das Lösen hängt auch davon ab, ob diese Person ihre Fehler oder ihre Gebundenheit erkennt und bekennt. Loosening, I mean, the anointing of loosening depends on, especially, of that person recognizes her being bound and also confesses it. Ja, sehr wichtig. Ebenso braucht es ihre Bereitschaft, sich selbst davon loszusagen. But it also needs the willingness of that person to say, I don't want that anymore. Ja. Und danach wirkt die Autorität des Lösens auf eine sehr effektive Weise. And after that, the authority of loosening is very effective. In unserer Gemeinde haben wir einen Mann, der war gebunden an Drogen.
In our fellowship we have a man that was bound to drugs. Und er war so schwer gebunden, dass er 12 Jahre drogenabhängig war. Yeah. He was so bound to drugs that he for 12 years he was connected with drugs. Aber dann kam Jesus in sein Leben. But then Jesus came into his life. Jesus hat ihn freigesetzt. Jesus has set him free. Und heute tut er ganz viele Menschen aus der Drogenszene auch ins Reich Gottes bringen. And today he is used to bring many people from the drug scenes into the kingdom. Und er hat mich gelehrt über die vier Schritte des Freiwerdens. And he taught me about the four steps of becoming of being set free. Den möchte ich dir mitgeben. And I want to give you those four steps. Und er sagt, du musst erkennen, wo du bist. First of all, you need to recognize dann, where you are at. Dann bekennen, was du getan then hast. You confess it where you are. Dann lassen. Then let go. Und hassen. And hate it. Erkenne, was, wo du bist. Recognize where erkenne, you are. Dass eine Abhängigkeit da ist. Recognize that you are in a false dependency. Und dann bekenne, dass Jesus dich freisetzt. And then confess that Jesus will set you free. Bekenne die Sünde und lass die Anrechte gehen von dem Teufel. Yeah. Confess the sins and also let go of all the rights that the devil has in your life. Dann lasse die Sünde. Then leave, let go of the sin. Hör auf damit. Stop it. Mit einem neuen Gedankengut. Yeah, with a new way of thinking. Neue Gewohnheiten. With new attitudes. Und der vierte Schritt können wir nur durch den Heiligen Geist. And the fourth step can we only get to the Holy Spirit. Das bringt den Durchbruch in der Freiheit. And that brings the breakthrough into the freedom. Es hassen. It's hate sin. Hasse das Böse. Hate the bad things. Hasse den Teufel. Hate the bad things. Es geht nur, wenn wir Jesus lieben. Only when we love Jesus it works. Und Menschen werden freigesetzt. And then people will be set free. Wenn sie erkennen. When they recognize, wenn sie bekennen, when they confess, wenn sie lassen, when they let go, und wenn sie das Böse hassen, and when they hate the evil. Ja, und ich wünsche dir von Herzen. And I wish you from the heart. Benutze die Schlüssel des Reiches der Himmel. Use those keys to the kingdom of heaven. Und was immer gelöst ist auf dieser Erde, and whatever is loosened on earth, ist gelöst im Himmel. Is loosened in heaven. Was immer du bindest auf dieser Erde, whatever you bind on ist gebunden earth, im Himmel. Is bound in heaven. In deiner Familie. In your family. In deiner Nachbarschaft. In your neighborhood. In der ganzen Verwandtschaft. In all your relatives. Sind viele Menschen gebunden. There are many people are bound. Und sie brauchen deinen Glauben. And they need your faith. Sie brauchen deinen Schritt des Glaubens. They need your steps of faith. Dass du den Schlüssel nimmst. That you take that key. In der Fürbitte. In intercession. Und sie freisetzt. And set them free. Und Jesus sagt, was immer du auf der Erde löst. And the Lord Jesus says, whatever you loosen on earth. Ist gelöst im Himmel. Is loosened in heaven. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, I wish you with all my heart, dass du eine neue Gewohnheit bekommst. That you become a new, yeah, that you you get a new attitude. Weil du weißt, ich bin Reich Gottes Bürger. Because you know that you are a kingdom of God citizen. Was immer ich löse auf dieser Erde, whatever I loosen on earth, ist gelöst im Himmel. Is loosened in heaven. Und wenn du eines Tages im Himmel bist, and when one day you are in heaven, da kommen Tausende mit, die alle gelöst wurden. There are thousands coming with you that you loosened. Du und dein ganzes Haus, you and your whole house, sollen dem Herrn dienen. Shall serve the Bitte Lord. Benutz deine Schlüssel. Please use your keys. Der König der Könige hat es dir in die Hände gegeben. The King of Kings has given it into your hands. Auf dieser Erde sind so viele Menschen gebunden. On this earth, so many people are bound. Sie brauchen deinen Glauben. See, they need your faith. Sie brauchen deine Schritte des Glaubens. They need your steps of faith. Halleluja. Halleluja. Und vergesst niemals. And never forget. Du bist höchst begünstigt. You are highly favored. Tief geliebt. Very deeply loved. Und mächtig gesegnet. And powerfully blessed. Amen. Amen.